Herzlich willkommen zum Acrobat DC Tutorial Entfernen von sensiblen Informationen mittels Schwärzung. Es gibt ja sehr kreative Ansätze, wie man sensible Informationen entfernen kann. Die Frage ist, wie geht es denn richtig? Ja, dazu habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das war ein Formel-1-Skandal. Erinnerst du dich vielleicht noch zwischen Ferrari und Daimler? Damals ging es um Spionagevorwürfe. Das ist das Gerichtsprotokoll, das erschien im Internet und jeder konnte sich hierher gehen und entsprechend aus diesem Bericht was rauskopieren. Zum Beispiel was Schönes. Ich habe hier sozusagen das Jahresgehalt von einem Formel-1-Mechaniker. Und wenn man da mal hergeht und mit Copy-Paste da mal markiert und sagt Ctrl-C und geht dann in die entsprechenden Editor und sagt Ctrl-V, siehst du, aha, verdient man 400.000 Pfund im Jahr. Nicht schlecht. Ja. Wie macht man es denn richtig? Ganz einfach. Wir gehen vielleicht mal auf Bearbeitungswerkzeuge und machen mal diesen schwarzen Balken einfach weg. Dann siehst du das auch. Das heißt, da ist eigentlich nur tatsächlich ein schwarzer Balken drüber gemacht worden. Wie macht man es richtig? Acrobat hat hier ein Schwärzentool. Und dieses Schwärzentool kann jetzt Grafiken und Texte markieren. Ich mache das mal. Text und Bilder und ich gehe jetzt mal einfach hier auf dieses Jahresgehalt und sage, okay, das ist wirklich geschwärzt. Du siehst, da kommt jetzt ein roter Balken hin und wenn ich dann sage, Schwärzung anwenden, dann wird es im Endeffekt halt auch tatsächlich rausgenommen, aber erst dann, wenn ich es tatsächlich abspeichere. Mhm. Und das machen wir mal, wir speichern das mal unter den Dateinamen QQ. Und machen das Dokument mal zu und neu auf. Und dann wirst du sehen, dass dieses Dokument jetzt tatsächlich, und ich habe mir das mit dem Lesezeichen markiert, keinen einzigen Hinweis mehr auf ein Jahresgehalt enthält. Also kopieren wir das nochmal raus, gehen in die Zwischenablage, spielen es rein und du siehst, da steht nichts mehr drin. Ist also tatsächlich aus dem PDF-Code entfernt. Das heißt, wenn ich mein Originaldokument aber überschrieben hätte, hätte ich keine Chance, das jemals zu rekonstruieren. Nein, also so schlau sollte man sein, das Originaldokument dann doch noch irgendwo zu haben, weil sonst ist es tatsächlich weg. Ja. Okay. Ja, gehen wir mal ein bisschen tiefer noch rein. Jetzt hast du ja gesehen, okay, das kann ich jetzt händisch hier markieren. Beispielsweise möchte ich nicht, dass der Name Ron Dennis auftaucht. Dann könnte ich das natürlich hier alles einzeln machen, indem ich sage, zum Schwärzen markieren. Text und Bilder, markiere Ron Dennis. Jetzt suche ich mir natürlich einen Wolf. Das Dokument ist jetzt auch nicht gerade klein. Warte, machen wir nochmal hier zurück und gehe nochmal drauf. Deswegen gibt es hier eine etwas komfortable Lösung. Schauen wir mal, wie viele Seiten das hat. Ich glaube, irgendwie über 80. 81 Seiten. Man kann jetzt hierher gehen und sagen, Text suchen. Und da kommt jetzt sozusagen Acrobat hier ins Spiel. Im aktuellen Dokument kann ich suchen. Und zwar sage ich hier mal Ron Dennis. In dem Fall ist mir das wurscht, ob das groß oder klein ist. Ich sage Text suchen. Und er findet das eine ganze Menge Mal. Ich sage alle auswählen. Und sage dann in dem Fall, wenn ich das gehabt habe, bitte alles zum Schwärzen markieren. Jetzt hat er das markiert und wenn wir mal durchs Dokument durchgehen, dann siehst du, überall ist Ron Dennis markiert, in dem Fall ein schwarzer Balken. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, komfortabler machen oder noch mehr Sachen suchen. Dann gibt es im Endeffekt die Möglichkeit natürlich zu sagen, okay, ich möchte mehrere Wörter suchen beispielsweise. Und auch das geht natürlich, ich könnte sagen, nicht nur einzelne Wörter, sondern mehrere Wörter und kann jetzt hier eine komplette Liste, da kann ich mir eine Excel-Liste-Datei erstellen und sagen, ja, hol mir das doch dazu. Und ich sage jetzt hier, der Ian Mill soll noch dazu hinzu und dann soll noch der Max Mosley dazu. Und das soll erstmal genügen, du könntest das irgendwo importieren und auch das kann jetzt hier quasi durchsucht werden. Du siehst, Vorgang wird bearbeitet, jetzt sind sie alle markiert, also alle Namen.
Es geht aber auch noch weiter. Du kannst sogenannte Muster auswählen. Und da gibt es jetzt Telefonnummern, Kreditkarten und. Das möchte ich vielleicht mal an einem anderen Dokument zeigen. In dem Fall hier mal an so einer Personalakte. Ja. Und an dieser Personalakte kannst du hier sehen, da sind verschiedene Nummern und Daten drin. Aus diesem möchte ich jetzt mal die E-Mail-Adressen rausfischen. Und ich sage jetzt hier in dem aktuellen Dokument, möchte ich mal die E-Mail-Adressen. Da hat er hier zwei gefunden, klar, und die werden dann hier direkt markiert, können zum Schwärzen markiert werden, sind weg. Mhm. Es gibt natürlich jetzt noch mehr Sachen. Du hast hier gesehen, Kreditkarteninformationen und. Das kann man sich selber definieren. Also da gibt es mehr oder weniger eine Vorlagedatei und dann kannst du dir das selber definieren. Okay. Kann ich nur empfehlen, der Blog von dem Rick Borstein, der hat hier in Acrolaw, Acrobat for Legal Professionals, hat dir hier ein komplettes Redaction Guide quasi auf den Weg gebracht, wo alles ganz ausführlich beschrieben ist. Und wenn wir da mal reingucken in dieses Redaction Guide, dann sieht man das, dass da, sag ich mal, alles an Möglichkeiten hier beschrieben ist. Das ist zwar zum Thema Acrobat 10, aber das hat sich sozusagen hier auch nicht großartig geändert. Das ist also gleich geblieben. Das geht auch in Acrobat DC. Gut, wir gehen nochmal zurück hier auf diese Geschichte. Wir waren bei Schwärzen. Es gibt noch mehr Sachen. Sie können auch Grafiken hier beispielsweise rausnehmen. Also wenn Sie zum Beispiel hier was drin haben, dann würde ich also in dem Fall einfach hier diese Grafik markieren. Dann wird die auch rausgeschwärzt. Wenn ich sage, ich möchte das nicht in Schwarz haben, sondern beispielsweise in Weiß, dann geht das natürlich auch, dann sieht man das noch nicht mal. Und wenn man sagt, ich möchte aber kennzeichnen, dass das zum Schwärzen hier rausgenommen wurde, dann kann man einen sogenannten Überlagerungstext hier reinmachen. Und dieser Überlagerungstext, der könnte jetzt zum Beispiel sagen, geschwärzt von Uli Isermeier, Schriftfarbe lasse ich jetzt mal. Und dann sagen wir, okay. Und wenn ich jetzt das nächste markiere, beispielsweise mal das hier oben, dann würdest du das sehen. Da würde dann hier stehen, geschwärzt von Uli Isermeier. Mhm. Oder die komplette Grafik. Da sollte man vielleicht auch einen etwas kürzeren Text verwenden, dass man das hier auch gut lesen kann. Ja? Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es ist aber noch zusätzlich eine Möglichkeit, dass man bei der Schwärzung einen sogenannten Schwärzungscode benutzt. Und auch da gibt es sogenannte Codesätze. Das gibt es für USA vordefiniert. Aber das beschreibt der Rick Borstein auch, wie man solche Codesätze quasi definieren kann, was dann an welcher Stelle wie quasi geschwärzt wird. Okay. Was ist mit Informationen, die ich nicht sehen kann? Also irgendwas, was im Hintergrund ist, Metadaten oder ähnliches? Das kommen wir gleich drauf. Okay. Das kann auch noch entfernt werden. Das ist über den Befehl bereinigen oder kann in einem Aufwasch hier mit der Schwärzung gemacht werden. Ja? gut, dann gehen wir mal hier raus und sagen in dem Fall, ich möchte das dann gleich anwenden. Doch bevor ich das anwende, zeige ich dir mal kurz, was du noch damit machen kannst. Man kann nämlich hier mit den Kommentaren sehen, dass denn hier alle Schwärzungen, die hier gemacht worden sind und gefunden worden sind, sozusagen als Kommentare gemacht wurden. Das heißt also, wenn du beispielsweise hier oben diese E-Mail-Adresse, die da weggenommen wurde, das ist auch ein Kommentar, da drauf klicke, dann könnte ich jetzt sogar irgendwas dazu noch schreiben. Oder, und auch das ist natürlich, gehört zum Thema Kommentare, man kann eine sogenannte Kommentarzusammenfassung erstellen und könnte dann beispielsweise genau sehen, wann, wo, wie, was geschwärzt wurde. Und wenn du das mal hier anguckst, dann siehst du genau, aha, da wurde geschwärzt. Ja. Weil es ein Kommentar ist. Und dieser Kommentar, den ich da habe, der verschwindet in dem Moment, wo ich jetzt hierher gehe und in dem Fall das auf Anwenden klicke.
Das nur mal am Rande. Das machen wir jetzt. Wir sagen in dem Fall anwenden und ich sage okay. Und jetzt wurde die erfolgreich angewendet. Und jetzt kommt genau deine Frage. Okay. Kann man da auch Metadaten entfernen? Und ich sage mal in dem Fall ja. Jetzt geht hier eine Dialogbox auf und der findet dir jetzt alle möglichen Sachen, also Metadaten. Und du kannst auch immer nachgucken, was gibt es denn da für Metadaten? Also hier sind Metadaten drin von dem Dokument. Dann gibt es hier Lesezeichen, kannst du dir auch direkt anschauen. Ja? Dann gibt es hier entsprechende Kommentare. Dann gibt es hier verborgene Texte. Und das ist das, was du vorhin meintest. Vielleicht ist das ein gescanntes Dokument, ja, wie auch immer. Da ist irgendwas hinten dran. Das möchte ich im Prinzip auch weg entfernen, dass das also garantiert weg ist. Links, Aktionen, überlagerte Objekte und so weiter. Und wenn ich sage entfernen, dann wird das im Endeffekt auch mit entfernt. Und jetzt ist dieses Dokument sozusagen clean. Ja. Aber natürlich erst dann, wenn ich es abgespeichert habe. Auch das möchte ich jetzt hier kurz machen. Und ich gebe jetzt hier mal 3 Qs hin. Und dann können wir mal hier ganz kurz angucken, was da passiert ist. Das heißt also, in dem Fall lösche ich das raus und öffne es neu. Und dann wirst du gleich sehen, dass in diesem Dokument auch keine Metadaten mehr drin sind. Also bei Beschreibung ist alles leer. Mhm. Metadaten sind weg. Zusätzliche Metadaten sind auch weg. Wenn hier Fotos drin sind, wo XMP-Metadaten in den Fotos drin sind, auch die können hier mit diesem Bereinigungswerkzeug gelöscht werden. Wenn ich das einzeln aufrufen will, dann kann man das hier direkt machen. Dann brauche ich gar nicht schwärzen. Dann kann ich hier auf Bereinigung gehen und dann kann ich sagen, okay, bitte alles bereinigen. Super. Ja, vielen Dank für die Übersicht, wie man richtig schwärzt. Gerne.